Willkommen zurück, Leute, zu Demetrius, The Big Cynical Adventure. Und willkommen zurück, Maître Malter. Hallihallo. Ja, warum stehen wir jetzt hier gerade vor dem Fahrstuhl? Unser letztes Problem war ja beim Pförtner, dass wir uns da Gedanken machen wollten, wie geht's denn da weiter, weil wir da alles ausprobiert haben. Und jetzt haben Maître und ich, nicht der Pförtner redet jetzt nicht, jetzt haben wir uns die ganze Zeit überlegt gehabt, wie geht's denn weiter? Und die Antwort ist tatsächlich das Telefon, das wir anrufen müssen. Aber nicht wir rufen da an, sondern jemand anderes. Jetzt ist es aber nicht die Sandra, nur weil wir hier stehen. Nee, das hat uns jetzt der Zufall irgendwie so gewillt. Ist das jetzt richtig ausgedrückt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind hier auch noch Kekse. Keks Nummer 1 sagt uns Maître, wo er ist. Treppengeländer in der zweiten Kette. Genau. Rechts. Da ist noch ein Keks. Oh, der Junge hat einen Keks zurückgelassen. Er hängt am Rohr. Cool. Mhm. Ah, noch ein. Und ich habe auch noch einen gefunden, und zwar hier unten an der Tür. Oh, oh, was haben wir denn hier? Ein Keks. Sandra mag also Gebäck. Hm, interessant. Ja, ich weiß nicht, ob es hier noch einen dritten gibt. Vielleicht finden wir den mal noch so nebenbei. Maître, du suchst das Bild ab nach einem Keks, während ich erzähle, dass wir eigentlich noch gar nicht so viel telefoniert haben. Glauben, dass wir nicht so viel telefoniert haben. Denn die Antwort ist der Tom. Ich dachte eigentlich, Tom wäre der Chef von Björn. Aber irgendwie ist es ja wohl doch der Freund. Ganz am Anfang, im ersten Part, ruft er ja an und sagt, hey, hast du das Angeln und so verpasst? Und ja, es wurde ja eingebrochen und so. Und dann habe ich ihn ganz aus dem Gedächtnis verloren. Tom ist aber unsere Antwort jetzt. Deswegen rufen wir ihn einmal hier an. Denn wir sollen ihn aus Domolin, da wo der Pförtner ist, auch anrufen. Und da wird er uns dann helfen. Ich möchte ihn aber einmal nur so mal hier auch anrufen. Weil wir anscheinend, ja, ich weiß nicht, was passiert, auch wenn wir uns nochmal anrufen. Wir können auch bei ihm nochmal anrufen, aber das haben wir ja gestern sehr schön, ja, das letzte Mal halt ausprobiert. Und Basset ist der Polizist, oder? Weiß ich nicht. Herr Basset, ich glaube, das ist der Polizist. Ich bin mir nicht sicher. Oder der Alte. Oder der Alte, ja genau. Ach, naja. Gut, wir rufen mal Tom an. Gucken, was der sagt. Du bist Tom. Hallo? Tom, ich brauche deine, vergiss es. Ja? Ich sollte ihn anrufen, wenn ich innerhalb von Domolin bin. Also, er möchte die Hilfe von seinem besten Freund, aber wir müssen dann schon vor Ort sein. Das ist gut zu wissen, dass wir Freunde haben, die uns helfen wollen. Eigentlich gibt es ja immer 3 Kekse, deswegen überlege ich gerade noch die ganze Zeit, wo könnte hier ein dritter Keks sein. Ja, mir platzen auch schon fast die Augen vorm Schauen. Ja. Und trotzdem findest du keinen Keks. Vielleicht hier in diesem braunen, aber ich glaube, da hatten... Oh, das war eins. Hatten wir da nicht aber schon mal einen Keks gefunden hier oben, glaube ich. Ich glaube, wir hatten hier schon mal einen. Deswegen ist der gar nicht mehr da. Kann sein. Okay, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall nach Dumoulin. Und wie auch immer man das ausspricht. Dumoulin heißt es wahrscheinlich. Dumoulin. Und jetzt rufen wir noch mal den Tom an. Tom soll uns mal helfen. Hallo? Tom, ich brauche deine Hilfe. Björn, was ist los? Ich kann es nicht genau erklären, aber hier ist eine Telefonnummer von einer Firma, die du für mich anrufen musst. Die Nummer lautet 04057454241. Hast du sie? Wonach frage ich dann? Nach der nächsten Psychiatrie, wo sie dich einsperren können? Tom, lenk den Pförtner einfach für ein paar Minuten ab. Das ist alles, worum ich dich bitte. Kannst du mir helfen? Ja, ich denke schon, aber worüber soll ich reden? Das Wetter und so? Das überlasse ich dir, ich vertraue dir. Okay, okay. Aber du schuldest mir was. Wir sehen uns heute Abend. Tschüss. Okay. So. Hey, hören Sie nicht, das Telefon klingelt. Das weiß ich, du Trottel. Was für ein Tag, ständig genervt von Idioten. Wer ist da? Okay. Ja, ins Archiv. Der Pförtner ist aber keine Frau, oder? Der Schatten sieht irgendwie so. Nicht, dass sie die
ganze Zeit mit einer Frau reden, aber das ist auch dann gemein gemacht. Aber ich bin mir da jetzt gerade nicht so sicher mehr. Naja, gehen wir mal weiter davon aus. Oh, ich muss mich mal so räuspern, Entschuldigung. Gehen wir mal davon aus, dass es immer noch ein Mann ist und es zufällig Schatten einfach nur. So, jetzt ist er abgelenkt, oder sie. Und jetzt können wir die Schlüssel benutzen. Mal sehen. Nicht dieser, nö, vielleicht der, nein. Ah, ich hab's. Wir können ins Archiv gehen. Wir haben uns ins Archiv gestohlen. Was ist das für ein... Oh Gott, das ist ein lustiger Hase, der die Maus verfolgt. Okay, es geht los. Ich habe leider keine Zeit, mit diesem Kabel zu spielen. Es scheint, als hätte schon jemand an dem Kabel herumgespielt. Ein Häschen. Oh, ich habe von diesem Häschen gehört. Er beobachtet einen, egal wohin man geht. Irgendwie gruselig. Obere Schublade. Was haben wir denn hier? Ein paar Kreuzworträtsel, Rubbelkarten, Toilettenpapier, ernsthaft? Nichts Nützliches. Mittlere Schublade. Oh, Dumoulin LLC, Mitarbeiterliste. Dann wollen wir jetzt mal schauen, nach wen suchen wir nochmal? Aha. H. F, wieso ist denn hier F bis K? Hector. Hector. Salimo, okay. Sicherheitsbeamter, angestellt am 5. Mai 2012. Forrest Green, macht Dings zu Bums, angestellt am 11. Juni 1998, Frank Enstein. Frankenstein, Wissenschaftler, angestellt am 24. Dezember 1999. Okay. April, Mai, Reinigungskraft, Kerrygold, Grillputzer, Brokkoli, Kaffeemaschinen, was steht da? Parierer? Parierer. Reparierer. Page Turner. Ja, ja. Marcel, check das jetzt hier erst. Oh, oh. Naja, nette Archive habt ihr hier. Oh, jetzt Idiot. Kommen wir bestimmt in den Knast. Oh nein, wir haben uns zu lange Zeit gelassen. Aber wir suchen doch einen Hector, oder nicht? Ja. Ich bin Björn, die Schnecke. Björn Ton angeklagt, ein furchtbarer Dieb und ein Faulpelz zu sein. Okay. Wir müssen uns also ein bisschen mehr beeilen anscheinend. Untere Schublade. Hier sind Akten mit Informationen über die Mitarbeiter. Die sind beschriftet mit A1, A2, B1. Okay, und wir wollen... Mhm. Aber ich dachte, der hieß Hector. Oder bin ich jetzt doof? Der hieß gar nicht so. Der hieß Hector, doch. Ja, aber E ist ja dann falsch. Ja, und der Nachname fängt ja mit S an, wie wir gerade gesehen haben. Ich habe eine Akte. Rosa Schlüpfer. Ich habe wohl einen Fehler gemacht. Gut, dann haben wir hier noch Rechnungsschrank. Da steht Rechnung, daher bezweifle ich, dass ich etwas Interessantes finden werde, aber mal sehen. Nö, nichts Nützliches. Schrank 2, 92 bis 94. Ah, ich habe keine Zeit dafür. Da werde ich keine Informationen über Hector finden. Doch, Hector, genau. Ein Fenster. Ah, wir können das hier aufmachen, damit wir reinkommen. Ah, und dann können wir hier nämlich auch raus. Okay, aber irgendwie möchte ich noch mal in die Schublade gucken. Und unten, da sind so viele Nummern, die wir rauskriegen müssen. Ist halt die Frage. Wir müssen bestimmt irgendeine Reihenfolge rauskriegen. Ja, weil hier war ja nicht viel. Wir haben noch ein paar Kuh. Können wir auch noch mal gucken. Roy Bar, Handtuchplaner. Reiner Zufall. Kotze-Wegwischer. Angestellt am Datenfehler. Rick O'Shea. V-Pelz. Angestellt am 9. Oktober 2000. Wen haben wir noch? V bis Z. Wanderstiefel. Morsetrank. Oh, ich kann die Schrift immer nicht so gut lesen irgendwie. Morsetrank. Transkribierer. Och nö, er ist schon wieder da. Naja. Naja, nette Archive habt ihr hier. Okay. Ja. Ist mir egal, und wir kommen immer wieder in den Knast. Bis wir den ganzen Kram hier in Ruhe durchgeforstet haben. Wo war ich stehen geblieben? Ich würde ja mal das Fenster aufmachen. Und dann lass uns mal da rausgehen aus dem Fenster. Dann mal los. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Wow, ich bin froh, draußen zu sein. Das ist irgendwie seltsam. Ich glaube, ich habe etwas vergessen. Hey, was passiert mit mir? Ich verschwinde. Okay,
die Aliens haben ihn geholt. Was für ein Schwachsinn. Was für ein Schwachsinn. Es kam halt auch so eine Musik. Ich schätze, das hätte ich nicht tun sollen. Hä? Was? Okay. Welche soll ich nehmen? Mettre? C, die goldene Mitte. Welche Nummer? 3. Mal sehen. Reiner Wein. Schon wieder falsch. nehmen wir doch mal A. 5. Das muss die richtige sein. Dr. Wow. Wilma Run. Gah, was mache ich nur falsch? Du bist... D. 4. Ich habe eine Akte. Rosa Schlüpfe mal wieder. Ich habe einen Fehler gemacht. Okay, ich nehme jetzt mal B. 1. Mal sehen. Reiner Wein. Schon wieder falsch. Wieso denn immer dieselben? Haben wir immer dieselben Nummern genommen? Ach. Hast du eine Idee, wie man es rausbekommt? Lass uns mal die Akte von Hector nehmen. Ja, klar. Das macht ja Sinn. Zahl steht. Ja, natürlich. Das Datum bestimmt. Nee, C4. C4. Ach, natürlich. Jawohl. Du hast recht. C4. Ich habe sie gefunden. Hectors Akte. Das muss der Mann sein, nach dem ich suche. Ich habe mir seine Adresse aufgeschrieben. Jetzt raus hier. Wodurch denn? Ja, Haupteingang. Sicher. Mhm. Aber warum kann man es denn dann aufmachen? Ja, vielleicht können wir mit dem Hasenkopf noch was machen. Was mit dem Lichtschalter, mit dem Kabel? Ja, das müssen wir mal gleich checken. Aber erstmal liest du das Häschen nochmal vor. Oh, ich habe von diesem Häschen gehört. Er beobachtet einen, egal wohin man geht. Irgendwie gruselig. Okay, Haupteingang. Vielleicht sollte ich gehen. Aber dann kriegt er das doch raus. Ich glaube, die Wache könnte mich sehen. Vielleicht muss ich einen anderen Weg finden. Ja, dann. Ich bin weg. Also ich hoffe, es klappt jetzt. Ja, tatsächlich. Also mit der Akte geht's dann. Ohne die Akte kommen die Aliens. In Ordnung, die Sonne geht schon unter. Ich mache für heute Feierabend und gehe zu Tom. Er ist jetzt gewiss zu Hause. Neuen Ort freigeschaltet. Toms Wohnung. Und es ist auch der einzige Ort, wo wir noch hingehen können. Nach dieser tollen Karte. Toms Wohnung. Schnell. Da ist Tom. Ah, da bist du ja. Ich habe schon angefangen, mir Sorgen zu machen. Und wie war das Angeln? Hast du etwas gefangen? Nichts, nada, ungünstiger Wind. Ich versuche es morgen nochmal. Du warst ganz komisch, als ich dich heute Morgen angerufen habe. Es ist ja nicht so, dass du sonst normal wärst, aber du warst noch seltsamer als üblich. Nicht normal. Eislecken auf dem Boden, Arsch auf dem Kopierer gewesen. Nun, das passiert eben, wenn man bewusstlos geschlagen wurde. Nein, du? Bewusstlos geschlagen? Was ist passiert? Dazu wollte ich gerade kommen. Als ich letzte Nacht nach Hause gekommen bin, bin ich direkt ins Bett gegangen. Was du nicht sagst, nach all dem Alkohol, den du intus hattest. Unterbrich mich bitte nicht. Ich habe friedlich geschlafen, als ich plötzlich ein Geräusch gehört habe. Es schien mir, als ob jemand im Wohnzimmer wäre. Da ich mir dachte, dass es ein Einbrecher sein könnte, habe ich mir die Taschenlampe genommen. Oh, wie mutig. Hey, was würdest du in dieser Situation tun, hm? Wie auch immer, ich hatte gerade angefangen, mich umzusehen, als er mich plötzlich von hinten angegriffen hat. Nein, ruf nächstes Mal die Polizei. Das wäre cleverer. Ja, aber während ich auf die Polizei gewartet hätte, hätte der Dieb genug Zeit gehabt, die ganze Wohnung auszurauben. Wie auch immer, ich bin am Morgen bei deinem Anruf aufgewacht. Verstehst du jetzt, warum ich nicht einfach mit dir zum Angeln gehen konnte? Ja, aber wenn ich dich nicht angerufen hätte, würdest du vermutlich noch immer auf dem Boden schlafen. Sag mal, wo wir gerade vom Anrufen sprechen. Ich erinnere mich an etwas. Bevor es passiert ist, habe ich einen anonymen Anruf bekommen. Jemand hat versucht, mich vor einer kommenden Gefahr zu warnen. Was? Ernsthaft? Ich dachte, es wäre Blödsinn, deswegen habe ich aufgelegt. Wer war er? Ja, jedenfalls nicht ein Angreifer, aber jemand anderes, der wusste, was passieren würde. Fauliger Gestank. Das ist ekelhaft. Hm, schon gut.
Also, nachdem du aufgewacht bist, bist du zur Polizei gegangen? Ja, der Rezeptionist hätte nicht weniger an meinem Fall interessiert sein können. Aber mit mehreren Anläufen habe ich es geschafft, ihn zu überzeugen, mir einen Termin mit Inspektor Cassé zu geben. Oh, nicht dieser Typ schon wieder. Du kennst ihn? Nicht direkt, aber mir wurde von ihm erzählt. Er ist absolut unangenehm. Außerdem habe ich mit meiner Nachbarin gesprochen. Sie hat mir gesagt, dass sie gestern Nacht einen Tumult gehört hat, vermutlich mein Dieb. Oh, das ist interessant. Wie heißt sie? Was hat das mit der Situation zu tun? Ah, und wie ist sie so vom Körperbau? Hey, hör sofort auf! Und hör auf, mich mit deinem verfaulten Atem anzuhauchen. schon gut. Mann, erzähl weiter. Sie hat mir ein Feuerzeug gegeben, das jemanden namens Hector gehört. Vielleicht mein Einbrecher? Was? Ja, er muss es von meiner Wohnung verloren haben. Warum bist du so überrascht? Es ist nur... Was für ein Dieb würde etwas so Blödes machen? Ja, aber zumindest habe ich eine Spur. Ich bin zur Firma Dumoulin gegangen, deren Anschrift auf dem Feuerzeug stand. Der Pförtner am Eingang hat mich nicht ins Archiv gelassen, deswegen... Hast du mich angerufen, um ihn abzulenken? Mir kommt gerade der gruselige Gedanke, ob Tom nicht der Hector ist. Dass es sein bester Freund ist, der ihn quasi... Weißt du? So ein bisschen mal weitergedacht und so. Sein bester Freund und so. Hast du mir angerufen? Ja, clever, hm? Und ich habe es geschafft, seine Adresse zu bekommen. Ich glaube, ich habe dir alles erzählt. Nein, warte. Ich habe es vergessen, dir von der... Weißt du was? Es ist spät. Wie wäre es, wenn du es mir morgen erzählst? Seit wann kümmert dich denn, wie spät es ist? Ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen. Oh. Da fällt mir ein, du hast mir nie von deinem Job erzählt. Oh, das sage ich dir ein andermal. Oh, vielleicht gehört er mit zur Clique oder so von den Dieben. Ich gehe morgen am See angeln. Ja, gutes Alibi. Ich hoffe, du kommst mich dieses Mal besuchen. Klar, kein Problem. Bis dann. Schlaf gut. Ich hoffe, dein Einbrecher kommt nicht zurück. Und er weiß ja dann auch gut Bescheid. So, weil er ihm ja alles erzählt. Ich habe heute so hart gearbeitet. Ich bin regelrecht erschöpft. Oh, schon so spät? Ich gehe besser, bevor es dunkel wird. Hey, Eugen. Hast du den ganzen Müll hier verteilt? Eugen. Hast du den ganzen Müll hier verteilt? Ich frage mich, Eugene, was für ein Schwachkopf würde so etwas tun würde, Eugene? Naja, Eugene, es bringt nichts, jetzt aufzuräumen, Eugene. Die Putzfrau kommt einmal die Woche, Eugene. Ich glaube, du hast genug Eugene gesagt. Und es ist heute. Sie wird jede Minute hier sein. Wie auch immer. Tschüss, Eugene. Ich weiß nicht, warum ich meine Zeit verschwende, mit dir zu reden. Keine Ahnung. Kapitel 2. Wow. Rummel und Gerangel. Und damit eine Errungenschaft für Chapter 1 completed. Oh, das war eine gute Nacht. Mann, es ist schon so spät. Ich muss zu meinem Termin mit dem Inspektor. Danach sehe ich nach Hector. Neuer Ort freigeschaltet, Hectors Haus. Und dann könnte ich mit Tom ein wenig am See angeln. Neuer Ort freigeschaltet, Oh, ich hätte es fast vergessen. Der Jahrmarkt beginnt ja heute. Ich bin so aufgeregt. Neuer Ort freigeschaltet? Jahrmarkt. Jo, wir kommen aber gut voran in diesem Part, würde ich mal sagen. Also, einiges geschafft. Ja, okay. Ans Festnetz geht er immer gar nicht mehr. Gut, dann ist die Frage, wo wir dann jetzt hingehen. Jetzt haben wir so einige Orte, wo wir hingehen können. Auf den Jahrmarkt, zum See. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Polizei und erledigen den Termin, oder? Gute Idee. Gut, ab zur Polizei, zu deinem tollen Eugene und dem coolen Inspektor und dem total tollen Kokosnusseis-Liebhaber, dem Polizisten, dessen Name ich nicht weiß. Ja, wollen wir uns mal anmelden oder? Ach, der Müll ist wieder ordentlich. Wollen wir das wieder ändern? Wir machen ja gerne Mist auf dem Polizeirevier. Ja, dann hau mal raus, das Ding. Hau mal um. Ja. Ja, wie gewohnt. Wir sind so blöd. Ja, so ist das Bild. Aber das mit dem Kopierer lassen wir diesmal um den Baum am Pinkeln. Ich glaube auch.
Aber dass der Müll schon wieder hier so liegt, ist schon... Das wird langsam zum Running Gag. Yep. So. Hallo, Herr Tarnen, oder? Tonen. Wie auch immer, Inspektor Cassé erwartet Sie in seinem Büro. Er ist im Obergeschoss, die Tür zu Ihrer Rechten. Gehen Sie einfach die Treppe hoch. In Ordnung. Und, Herr Turnen? Ja. Was war in dem Eis, das Sie mir gegeben haben? Ich konnte letzte Nacht nicht aufhören zu kotzen, als hätte ich eine Gastroenteritis oder so. Ich muss los, bin spät dran. Tschüss. Verdächtig. Naja, das war es trotzdem mehr. Boah, ekelhaft. So, da sind wir. Oh Gott, der Inspektor. Maitre muss sich Mühe geben, die verschiedenen Stimmen nachzumachen. Betonen, bitte setzen Sie sich. Und du willst den wirklich so sprechen, das ist bestimmt ein ganz böser. Vielleicht. Betonen, bitte setzen Sie sich. Und das ist ein bisschen... Okay, es ist dein Ding. Ich halt mich raus. Okay. Sie sind zu spät. Tut mir leid, hab's vergessen, meinen Wecker zu stellen. Agent Duplan, dein Tier hat mir heute Morgen die Akte zu Ihrem Fall gegeben. Ich habe sie gründlich gelesen. Ihr Fall erscheint mir ziemlich gewöhnlich. Was meinen Sie damit? Es ist bloß ein banaler Diebstahl. Solche passieren dutzendmal am Tag. Sie hätten nicht zu mir kommen müssen. Mein Fachgebiet sind Schwerverbrechen und so etwas erkenne ich hier nicht. Er hat wohl auf der ersten Seite aufgehört zu lesen. Das war ein Verbrechen. Vor einer Woche wurde ein Antiquitätenhändler ermordet. Es steht in diesem Zeitungsartikel. Sehen Sie und sehen Sie sich dieses Foto an. Die Statue ist identisch mit meiner. Und sie ist das Einzige, was der Dieb bei mir zu Hause angerührt hat. Mit Ausnahme Ihrer Geldbörse. Ja, aber trotz... Wie können Sie mit so wenig Informationen eine Verbindung erstellen? Sie hätten die ganze Geschichte basierend auf diesem Artikel erfunden haben können. Ich sehe keine Beweise für Ihre Behauptungen. Okay, dann geht nach vorne. Sehen Sie? Was tun Sie da? Hier, sehen Sie das große lange Ding und es wächst. Würden Sie bitte damit aufhören? Ich wollte Ihnen nur die Beule an meinem Kopf zeigen. Ist das kein Beweis? Um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Hören Sie, in meiner ganzen Karriere habe ich nie einen Dieb gesehen, der Interesse an etwas hatte, was nicht wertvoll war. Was bedeutet, dass die Tafel von der Statue wertvoll ist? Das versuche ich ja schon von Anfang an zu erklären. Ja, selbst wenn Sie recht haben, kann ich sowieso nichts für Sie tun. Können Sie den Eindringling nicht befragen? Na, vielleicht will ich wissen, wer er ist. Ich weiß, wer er ist. Sein Name ist Hector. Er hat ein Feuerzeug mit seinem Namen auf meiner Türschwelle verloren. Nur zu, bringen Sie ihn zum Reden. Wir können nicht einfach so jemanden befragen. Wir brauchen mehr Beweise. Es tut mir leid, dieses Gespräch ist beendet. Nun, okay. Gut, wenn wir aber noch hier sind, würde ich sagen, Kekse sammeln. Ja. Das Wichtigste sind die Kekse. Kekse. Es gibt so viele Kekse zu finden. Es kann ja nicht sein, dass wir sie nicht finden. Es muss ja dann in jedem Bild mindestens diese drei geben. Zwischen den Blättern sehe ich einen. Vorne bei dem Flick, die vorne oben auf dem Tresen, die beiden Blätter. Da. Ja, ich mag es auch, Kekse an meinem Schreibtisch zu essen. Sehr gut, Maitre. Ist das hier auch ein Keks? Nein. Der Knauf. Der rutscht das hier unten an seinem Fuß? Vielleicht hier unten? Gut, gehen wir mal die Sachen durch, die hier so rumliegen. Fingerabdruckset. Das ist ein Set, um Fingerabdrücke zu nehmen, oder? Ja, man kann damit sogar Zellenabdrücke nehmen. Jetzt kriege ich es wieder für Ordner. Also, ja, darf ich es mir ausleihen? Das ist kein Spielzeug, das gehört dem Polizeirevier. Okay. Ventilator. Der Ventilator verteilt die heiße Luft, die hier gemacht wird. Ja. Das leg dich nicht mit uns an. Hinweise. Sieht aus, als wäre Bunny endlich den Jäger losgeworden. Ja. Ich muss ihm zugutehalten, dass sein Fall vermutlich wichtiger ist als meiner. Okay, was haben wir noch? Pizzakarton. Kannst du ja vorlesen. Cool, eine Pizza. Ich nehme mal ein Stück. Aber hey, da ist ja keine Pizza drin. Nur ein Haufen Dokumente. Das ist unerhört. Haben wir
hier noch? Mit dieser coolen, groovigen Musik. Junkfood. Oh, hier kann man sogar vom Boden essen. Man wird sogar satt dabei. Welcher Chaot lässt den Müll einfach so auf dem Boden liegen? Oh, es gibt bestimmt noch mehr Keks. Kann nicht sein, dass hier nur ein Keks ist. Schlafsack. Ich würde da in dem Regal ja nochmal schauen. Ein Schlafsack. Junkfood. Yep, er kämpft vermutlich in seinem Büro. Gott. Und ich dachte, dass Polizisten und Film Überstunden machen. Im Regal, meinst du? Dieses, was so aussieht wie ein Locher links in der Mitte. Nein. Da, da ist ein Keks, da. Tatsächlich. Das seltsame Papier ist ein Keks in dieser Pommes-Schachtel. Wuhu! Wo es zwei gibt, gibt es auch oft drei. So sollte es sein, Keks ja. Nummer drei. Wir werden dich finden. So, mittlerweile sieht man die Kekse halt auch nicht mehr so ganz offensichtlich. Da ist noch ein Glas. Was ist das in dem Glas? Absinth? Wer sagt, dass Polizisten nicht auch mal ein Erfrischungsgetränk trinken dürfen? Weil Absinth ja auch so ein guter... Ein Erfrischungsdrink ist. Ich würde ja sagen, hier bei den Bildern, aber vielleicht muss man da so ganz genau irgendwie rumforsten, damit das überhaupt noch angezeigt wird, dass da ein Keks ist. Ja, hier kann man nur noch raus. Schlafsack. Komisch. Also ich sehe gerade keinen dritten Keks mehr. Was machen wir denn jetzt? Wir haben ja jetzt eh Pech mit der, mit der Anzeige gehabt. Ah, ich sehe den dritten. Nee, echt? Mhm. Wo ist der dritte Keks? Links bei der gelben Fußmatte oder was? Bei dem Schlafsack, bei dem weißen, da in der Ecke. Ja, du hast recht. Ah, jemand ist beim Schlafen im Büro Kekse. Sehr schön. Dann gehen wir raus. Dann haben wir alle Kekse. Ja, und wo es uns als nächstes hin verschlägt, das entscheiden wir am Anfang des nächsten Parts. Und darauf freue ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.